Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baumfarm Simulator. Ja, wir haben ein paar Bäume zu viel, würde ich fast sagen, aber hoffentlich werden wir damit auch irgendwann mal Profit machen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dieses Mal wird es nicht wieder so trocken wie beim letzten Mal. Die letzten paar Male würde ich jetzt nicht sagen, also so trocken war das Spiel nun auch wieder nicht. Allerdings die etwas längeren Bauphasen kann ich schon verstehen, wenn ihr die überspringt. Ich würde es, glaube ich, auch machen. Oh. Unsere beiden Dauerkranken sind immer noch krank. Hoffentlich nicht mehr allzu lange. Wie sieht es hier aus? 91%, ja. Wahrscheinlich noch so ein, zwei Tage, dann sind sie wieder oben auf. Und was Waren angeht, haben wir eigentlich Unmengen da. Das müsste sie uns nur jemand abkaufen. Ja, unseren Gefangenen haben wir auch noch. Schade, dass es keinen Befehl Ersetze gibt, weil ich möchte die Tür nur ungern abreißen und dann warten, bis sie sich irgendwann die Mühe gemacht haben, hier die neue Tür eingebaut zu haben. So wie ich meine Kolonisten kenne, warten die nämlich bis zum ungünstigsten Moment und vergessen dann die Tür einzubauen, weil sie um ihr Leben rennen müssen. Wie sieht's aus? 94%. Wir nicht letztens irgendwann mal eine Hitzewelle? Naja. Kann natürlich auch gerne untergehen, sowas. Darum hat sich bisher noch keiner gekümmert. Na gut, wenn die beiden hier wieder gesund sind, wird es wahrscheinlich auch deutlich besser werden. Beinahe wieder gesund und dann ausrasten und einen Amoklauf starten, ne? Ey. So, können wir denen irgendwas verkaufen? Nee. Klamotten werden wir erstmal nicht verkaufen, die werden wir noch viel zu häufig brauchen, also lassen wir es gut sein. Die haben es aber ordentlich zusammengeschlagen. Meine nicht, dass es nicht zu Recht wäre, ne? Ey.
Tja, ansonsten... Was macht das ganze Viehzeug hier drin? Ich meine, ist nicht so, als ob wir hier eine Tierfarm aufbauen wollten. Ne? Eigentlich wollten wir... Naja, was wollten wir eigentlich nochmal genau? Genau, Piraten wollten wir sein, aber... Naja, man muss halt manchmal... Worüber regst du dich? Ja, klar, jetzt sagst du uns natürlich nicht, worüber du dich aufregst. Ja. Ich meine, es ist nicht so, als ob man sich über das Aussehen des Raumes beschweren könnte. Es ist geputzt, alles sieht gut aus. Wie geht's dir denn? Auch fast wieder gesund. Gut. Du würdest schneller wieder gesund werden, wenn du nicht verwirrt die ganze Zeit in der Gegend herumlaufen würdest. Ich weiß, das hilft dir nicht weiter, aber... Ja. Bald sind sie wieder fit. Also eigentlich müssten sie jetzt langsam schon wieder fit sein. Ja, haarscharf dran. Und kann sich ausschlafen und danach wieder zur Arbeit antreten. Was habt ihr denn? Ihr habt doch Bettdecken. In der Kälte geschlafen. Elefanten? Ernsthaft? Schon wieder? Komm aus dieser Richtung. Das war's. Das ging überraschend schnell. Gut, gibt's wieder Elefantensteaks.
Ihr seid inzwischen beide wieder gesund. Geht an die Arbeit. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht noch mehr als genug zu tun hätten. Die könnten wir eigentlich auch hier rüber verlegen. Es hätte gewisse Vorteile. Ach, der ist auch noch nicht erledigt. Bald ist er's. Wenn die beiden dann irgendwann mal wieder... Nächste Behandlung in 8 Stunden. Ich verstehe nicht warum, aber sie weigern sich vorher aufzustehen. So, was haben wir denn? Knüppel, Holz, Stahl, Beton. Kann man alles verkaufen. Den Skydriller behalten wir. Aber wo wir so viel... Geld auf der Tasche haben, verbessern wir direkt nochmal die Stimmung unserer Nachbarn. Die hier können ruhig feindlich gesonnen bleiben, das ist mir relativ egal. Aber mit denen... Manche Dinge sind einfach keine Benachrichtigung wert. Affe ist verrückt geworden. Warum kriegen wir keine Benachrichtigung? Affe wurde von der Verteidigungsanlage in Fetzen gerissen. Es wäre genauso tiefgängig und wichtig. Oder nicht? Ah, okay. Sie sind tatsächlich mit dem letzten Behandlungserfolg gesund geworden, offiziell. Das ist ja schon mal was. Ist ein schlechter Witz, oder? Jetzt sind gerade die ersten 2 gesund geworden, jetzt erkranken die nächsten 2 an Schlafkrankheit. Und auch noch an exakt derselben Krankheit, ja? Koch, und was hast du sonst gemacht? Naja, du hast da zwischendrin ausgeholfen. Der Koch ist der größere Verlust. Gut, dass wir 2 Krankenbetten haben und nicht nur 1, sonst ja,
Wer weiß. Piratenhändler. Na, endlich. Der wird nicht nur voller Begeisterung Bier kaufen, sondern der wird auch diese nervigen, nicht kooperationswilligen Menschen mitnehmen. Ja klar, nimm noch ein paar Nieren und Lungen mit. Hat aber nicht viel anzubieten, ne? Jetzt braucht man nur noch einen Großhändler oder ein Bergbauschiff. Irgendjemand, der uns Stahl bringt. Viel. Oder unsere Leute sollten endlich mal unten... Mal sehen. Bergarbeiter. Ist eigentlich egal, an welchem Berg du anfängst zu arbeiten. Hauptsache, es wird gearbeitet. Was gibt's denn hier? Noch mehr Leder. Wir brauchen definitiv mehr Lagerraum. Und ich habe eigentlich auch schon einen schönen Platz dafür. Na, nicht nur einen eigentlich. Können wir noch was zwischenlagern? Na, hier können wir später was zwischenlagern, aber erstmal alles da rein. So. Das entwickelt sich ja geradezu. Gut, wir brauchen jetzt natürlich mehr Stein, um hier mal anzufangen, die Sachen fertigzustellen, aber... Und wir brauchen natürlich mehr Stahl, um dann hier weiter fertigstellen zu können.
Noch eine Vorratskapsel. Was für eine Überraschung. Gut, Michael und Eden dürfen auch hier hin. Klar. Also ich habe mich zwar beschwert, dass wir die Sachen immer vom Ende der Welt holen müssen, aber es muss nicht gerade durch unser Dach krachen, ne? Also... So, wie gesagt, ein Großhändler, der ein paar Tonnen Stahl mitbringt. Na gut. Das sollte auf jeden Fall die ersten paar Problembereiche beheben. Mechanoiden. Gut, das sind auf jeden Fall alle. Und sie landen hier. Und dieser Bunker ist noch gar nicht fertig. Das heißt, wir verbarrikadieren uns wieder einmal in diesem Bunker hier. Hier. Ihr beiden geht hier hin. Nein, eigentlich verteilen wir euch besser hier hin. Was zur Hölle ist das für ein Flammenwerfer? Oh, schön, eine Vorratskapsel. Allerdings ist uns das momentan total egal. Bleibt nur noch der übrig. Aber wie kommen wir an den ran, ohne dass der uns zersäbelt? Wenn das klappt, wie ich mir das vorstelle.
Nein, das tut es nicht. Natürlich. Der schießt aus der Hüfte mit einem Schuss und trifft sauber einen unserer Kolonisten, ist klar. So, überlebt. Einmal kurz alle durchgucken, ob alle aus dem Militärdienst raus sind. Gut. Dann gucken wir mal, dass die Verwundeten wieder zusammengeflickt werden. Eieieiei. Es gibt keine Flamebot-Umbearbeitung. Bedauerlicherweise. Ah, und da ist er endlich, der Großhändler, auf den wir so lange gewartet haben. Dem wir ganz geschmeidig 200 einfache Mahlzeiten auf die Nase drücken können, ohne dass er sich beschwert. Toll, der verkauft Panzerschildkröten, dafür haben wir aber mal wieder kein Geld, ist klar. Holz haben wir. So. Mehr hätte er nicht mitbringen können. Leder kann alles weg. Schlangenhaut, Wargleder, Chinchilla-Fell. Wir können auch unseren Stoff ein bisschen reduzieren. Sag mal, Reis behalten wir erstmal. Geld für eine Panzerschildkröte haben wir ja an sich. Nee, erstmal nicht. Freuen wir uns über den vielen Stahl, den wir haben und über die Tatsache, dass unsere Kolonie überhaupt noch existiert.
und dass wir langsam mit unserer Unterkunft vorankommen. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und bevor der Timer jetzt schon wieder anfängt, kann ich jetzt schon mal sagen, dass wir drüber sind, denn ich habe mal wieder zu spät mit dem Timer angefangen. Deswegen danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Beim nächsten Mal schauen wir dann, dass wir mit der neuen Unterkunft fertig werden und unsere Kolonisten dahin umsiedeln können. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin dann immer noch ein bisschen Stahl übrig haben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer unten in die Kommentarsektion. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.